So, machen wir weiter mit der Karte 6. Als ersten Punkt haben wir da Ausfüllen des Schaublattes des EG-Kontrollgeräts bzw. Abmelden am EG-Kontrollgerät am Ende einer Fahrt. So, wir das Feierabend machen, dann gehen wir einmal über die Aktivitätstaste auf Ruhezeit. Danach drücken wir dann auf die Auswurftaste für den Fahrer 1. Fragt das Gerät nochmal nach, ob wir in Deutschland aufhören. Das bestätigen wir dann mit Ja, wenn es so sein sollte. Und dann kommt die Karte automatisch raus. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist dann der Punkt 2, Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen. So, dazu müssen wir einmal den Motor starten. So, da müssen wir ein bisschen warten, dass sich der Vorratsdruck wieder aufbaut. Das heißt, sehen wir noch die Anzeige, dass Kreis 2 momentan noch zu wenig Luft hat. Und um die Fahrbereitschaft festzustellen, müssen wir halt schauen, dass wir auf jeden Fall wieder ca. 8 bis 9 Bar haben. Und wenn wir diese 8 bis 9 Bar haben, dass wir da noch mal gucken, ob auch die Feststellbremse löst. Die Feststellbremse, dass sie angezogen ist, da sehen wir auch hier an dem roten P, was hier drin ist. Also, ob wir genug Vorratsluft haben. Das dauert eine Weile, bis der Druck aufgebaut ist. So, das können wir mal kontrollieren, wie viel Druck wir haben. Das heißt, wir sind jetzt bei 8,5 Bar ungefähr. Das würde schon fast ausreichen, dass wir losfahren können. So, als nächste Kontrolle wollen wir mal schauen, dass die Feststellbremse auch löst. Das heißt, dann lösen wir die Feststellbremse hier an der linken Seite. Und wenn die rote Lampe ausgeht, hier vorne, dann haben wir Fahrbereitschaft festgestellt. So, dann in unserer Region ist es auch öfter mal so, dass Prüfer dann zusätzlich auch noch mal fragen, grundsätzlich, wann denn Fahrbereitschaft festgestellt ist. Und dann wollen sie einfach mal nur hören, natürlich, wenn man die Abfahrtkontrolle einmal durchgeführt hat. So, kommen wir zu Punkt 3, Prüfung der Reserveradsicherung. So, da müssen wir vorne mal die Klappe öffnen, dass wir da drunter gucken können. Einmal wieder den Hebel, wo wir ziehen können, dass vorne sich die Klappe öffnet. So, und dann gucken wir hier einmal rein. Und leider war gar kein Ersatzrad dabei. Aber das Ersatzrad ist auch letztendlich nicht vorgeschrieben, dass wir es dabei haben müssen. Ansonsten, wenn wir ein Ersatzrad dabei hätten, müssen wir halt wieder darauf achten, dass das Ersatzrad doppelt gesichert ist. Das wäre einmal wieder formschlüssig, einmal kraftschlüssig. Kraftschluss hätten wir dann letztendlich durch einen Gurt, der das Rad festhält. Formschluss hätten wir dann, indem einfach diese Stange beim Zumachen gegen das Reserverad gegengeht und das Reserverad so nicht rutschen kann. Das wäre zum Punkt Reserverad. So, können wir auch schon wieder schließen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Kontrolllampen benennen oder Kontrollsystem aktivieren und dann zwei Beispielen erläutern. Dafür gehen wir wieder rein. So, um das Ganze jetzt hier zu machen, könnten wir zum Beispiel einmal ASR ESP ausschalten. Dann würde hier einmal die Kontrolllampe dafür aufleuchten. Oder wir hätten auch die Möglichkeit, dann nochmal den Retarder von der Betriebsbremse zu entkoppeln. Wenn wir das Ganze dann mal machen, geht hier drin einmal die Anzeige an, und zwar, dass wir das Ganze entkoppelt haben, ne, mit dem Off. Damit haben wir schon mal zwei Systeme ein- bzw. ausgeschaltet und die Kontrolllampe dafür überprüft. Normal in der Prüfung reicht es den meisten Prüfern auch schon aus, wenn man dann einfach mal die Lichthupe betätigt und guckt, dass die blaue Kontrolllampe angeht oder dass man den Blinker links oder rechts einschaltet und dann guckt man, ob dann die Kontrollleuchte für funktioniert. Das ist dann auch wieder letztendlich in der Prüfung immer ganz unterschiedlich. So, dann der nächste Punkt ist dann Kontrolle des Motorölstandes. Einerseits haben wir im Fahrzeug selber eine Kontrollmöglichkeit, aber beim Bus, wenn wir hin rangehen, können wir auch nochmal richtig herkömmlich mit dem Ölmessstab kontrollieren. Das machen wir auch gleich mal. So, hier haben wir dann den Ölmessstab. So, da sollen wir darauf achten, wenn wir kontrollieren, dass das Fahrzeug einigermaßen gerade steht, der Motor schon eine Weile aus ist, dass das Motoröl auch schon in den Motor zurückgelaufen ist. Und dann wollen wir gleich mal kontrollieren. So, da wir ein großes Fahrzeug haben, ist der Ölmessstab hier auch ein bisschen länger. Das heißt, dass wir beim Rausziehen den Messstab einmal sauber wischen. So. Da stecken wir da einmal rein, warten kurz. So, ziehen wieder raus zur Kontrolle. Halten natürlich auch den Lappen drunter, dass nichts auf den Boden tropfen kann. Und dann schauen wir, dass der Ölstand in dem Bereich zwischen Minimum und Maximum ist. Und hier sind wir eigentlich ja dichter an Maximum, das aber auch im Bereich des Guten und des Möglichen. So, kann der Lappen mal wieder weg. Und auch beim Öl kann man mal wieder schauen, ne, und das Fahrzeug gucken, dass sich irgendwo Öltropfen sind, die vielleicht darauf schließen lassen könnten, dass wir irgendwo Ölverlust haben. Aber das sieht ja bei dem Fahrzeug auch gut aus. Da ist alles soweit dicht. So, dann kommt der Punkt 6, Sichtprüfung der Anhängekupplung. So, da müssen wir wieder rausgehen. So, hier haben wir unsere Anhängekupplung. Da schauen wir einmal, dass sie letztendlich noch dran ist, dass sie noch heile ist. Dann ganz wichtig,
gucken, dass die Anhängerkupplung richtig befestigt ist an der Traverse. Das wird in der Regel immer farblich gekennzeichnet, dass man, wenn die Schrauben gelöst werden sollten, dass man sofort feststellen könnte, dass da jemand dran gedreht hat. Dann wird hier wieder mit gucken, dass das Typenschild drauf ist. Und das wäre es eigentlich dann schon zur Anhängerkupplung. So, als Punkt 7 haben wir dann das Demonstrieren des vorschriftsmäßigen Absicherns eines liegengebliebenen Fahrzeugs. Dazu müssten wir erstmal im Fahrzeug selber, wenn wir angehalten hätten, die Warnblinker einschalten. Dann zieht man sich als Fahrer die Warnweste an und nimmt das Warndreieck und die Warnleuchte mit raus. So, dann wird das Warndreieck, wo schneller gefahren wird, in mindestens 100 Metern Entfernung aufgestellt. In der Linie vom Warndreieck zur linken Leuchte des Warnblinkers wird dann die Warnleuchte auf halber Strecke aufgestellt, also ca. 50 Meter entfernt, dass man eigentlich eine Keilwirkung hat an dem Bus vorbei. Und damit sind wir mit der Karte 6 auch schon wieder durch.